Leute, weiter geht's bei God of War. Ich glaube, es wird mal Zeit, dass ich meinen Zorn ein bisschen verstärke. Und ich glaube, Zorn bringt mir mehr als Mut, weil auch mit dem Zorn kann ich mich immer ein bisschen hochheilen. Und deswegen sollte ich das mal ein bisschen pushen. Ich meine, warum nicht? So, und nächste Stufe. Es sollte jetzt nicht mehr so viel Dingens verbrauchen, nehme ich an. Im Besitz, ja. Es sollte nicht mehr so schnell zu Ende gehen und das ist ziemlich gut. So. Was wollt ihr denn als nächstes machen? Wollten wir als nächstes zum Leuchtturm gehen? Der idealerweise genau da drüben ist. Ich glaube, das wollten wir, oder? Jetzt ist die Frage, wie komme ich da hin? Wie gesagt, ich glaube, da sind wir den ersten Draugarts begegnet. Wenn ich richtig liege. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht mehr. Ich glaube, wir sind hier falsch. Wir sind ja falsch. Na, vielleicht. Was genau haben wir vor, Mimir? Einen Fehler beheben. Oh doch, wir sind richtig. Steck einfach den Schlüssel in das Schloss. Ja. Gab es hier noch irgendetwas für uns zu holen? Nee, wir haben soweit alles mitgenommen, glaube ich. Das war ein Kampf gegen diese Draugarts. Da dachte ich mir schon so, ja, sie hatten Hauptspaß. Okay, wer erwartet uns da hinten? Wir werden es gleich erfahren. Ja? Niemand? Ich wäre bereit gewesen. So, könntest du die Trommel einmal schön laut schlagen? Erstmal das öffnen. Trommel laut schlagen. Kleine Eidechse. Okay, Mimir, ich weiß nicht, was du vorhast, aber meinetwegen. Wow. Das hat jetzt was gebracht. Erklär das. Ich hatte gehofft, dass er inzwischen entkommen wäre, aber wir müssen ihn von seinen Fesseln befreien. Was zur Hölle ist das jetzt? Zu der Kreatur zurückkehren. Mimir, was zum... Karte aktualisiert, ach was. Was zur... Okay. Meine Pläne müssen warten. Das ganze Ding hier ist die Kreatur oder was? Moment, was? Ich bin falsch. Ist der Kran noch funktionsfähig? Was für ein Kran? Freya, wo siehst du einen Kran? Oh, da. Da sieht sie einen Kran. Ja, wenn Freya das sich ansehen will, dann... Warum nicht? Eine Maschine. Perfekt. Wollten wir eh machen. Seine Mist, die explodiert gleich. Und direkt noch einen Schatz gefunden. Freya, könntest du den Boden hier heilen, sodass er Samen aufnehmen kann? Vielleicht. Generationen von Rauch, Metall und Öl rückgängig zu machen, wäre aufwendig. Das würde dauern. Wir haben keine Zeit, Mimir. Vielleicht eines Tages. Ja. Lebenselixier. Das könnte interessant werden. Lass mal sehen. Plus 12 Vitalität. Okay. Das werde ich dann als nächstes reinpacken, vermutlich. So, wenn wir schon mal hier sind, die Kreatur muss noch warten. Die hat jetzt lang genug schon da rumgelungert. Deswegen möchte ich jetzt erstmal die Maschine hier testen. Was macht das?
Verzeihung? Ich komme da noch nicht hin. Scheinbar. Ich möchte irgendwann dahin kommen. Ist das jetzt hier schon die Maschine? Nee, vermutlich nicht. Ich war schon viel zu lange nicht mehr hier. Aber kann ich hier die Staumauer vielleicht, oder die allgemein die Mauer, wegmachen? Oh! Ja, kommt doch her! Was wollt ihr denn? Mein Gott. Mit denen komme ich klar. Der kaputte Muspelheim-Samen ist jetzt komplett. Wir sollten ein mystisches Tor finden. Vielleicht auch Sutres Kampfherausforderungen. Bist du verrückt? Da bin ich noch viel zu schwach. Ich hatte wirklich noch viel zu schwach für. So, aber das nehme ich mit. Kampfherausforderung, ey. Was Interessantes? Sag du es mir. Will er mir nicht sagen. Doch. Oh, einfach hier nur was gefunden. Historiker. Naja. Wir können hier noch weitergehen. Moment, hier ist nur ein Versuch. Könnte ich das Zeugs einfrieren? Nein. Okay, dann nicht. Okay, was soll ich mit dem Kran? Vermutlich einmal drehen. Vielleicht nochmal. Wir werden das... Wenn ich da rüberkomme. Ach ja? Links von dir! Komm her! Du, Drecksviech! So, alles mitnehmen. Dann springen wir nicht darüber. Okay, noch nicht. Und gleich nochmal. So nicht. Aber so. Standardrätsel hier. Bestimmt sehe ich hier auch noch einen Vogel oder so. Ich möchte zum Leuchten. Nicht beim Leuchtturm waren wir. Ich möchte zu diesem Wesen da. Und diese Maschinen ausschalten. Da drüben ist die letzte. Gemäß dem Rauch. Oh, da sehe ich noch was. Das runter. Dann hole ich mir das direkt. Nicht, dass ich das denn übersehe. Wenn ich schon so eine schöne Abkürzung habe. Wo ist es denn? Wo ist es denn jetzt? Irgendwo hier. Was habe ich runtergeworfen? War ich hier schon mal? Ich habe das schon mal eingesammelt, oder? Da oben war der Eimer. Hier liegt nichts. Total die Verarsche. Naja. Ich weiß nicht mal, was ich hier suche, ehrlich gesagt. Aber ich finde sehr viel Zeug. Okay, dann können wir dann noch hochklettern. Und genau das werden wir tun. Moment. Auffällig, dass ich hier reinblicken kann. Das bringt mir... nichts scheinbar. Gut. Ja, geh halt zuerst hoch, Freya. Ist ja gut. Ist das auch so eine Maschine hier überhaupt? Weil ich sehe keinen Rauch. Okay, Freya. Ich werde sagen, das kriegen wir hin. Verpisst euch jetzt mal. Hinter dir, Vorsicht! Lass mich doch jetzt erst den hier töten. Doch, Alter, links!
erstmal den erledigen. Und dann weg. Oh, das war's schon. Frey hat sich der Sache angenommen, scheinbar. Dann ist hier bereits die Maschine, die ich kaputt machen muss. Das ist ja schick. Was hat mir jetzt das gebracht? Außer, dass ich da noch weiter nach hinten komme. Ich kann hier nur einmal rundherum gehen. Oder habe ich hier einen Vogel befreit? Vermutlich nicht. Ich sehe auf jeden Fall keinen. Ja gut, dann würde ich sagen, Maschine aus. Nummer 2 von 3. Deine Taten scheinen dich langsam einzuholen, Mimir. Klügster, lebender Betrüger. Für die Schmiede von Svartalfheim war die Herstellung einer Waffe eine heilige Sache. Aber Odin wollte nur so viele Klingen, wie er kriegen konnte, und zwar so schnell wie möglich. Mit jeder gestohlenen Ressource und mittelmäßigen Klinge verloren die Zwerge ein Stück von sich selbst. Ja. Na schön, was habe ich denn jetzt eigentlich aktiv? Ich möchte euch nicht da die Insel aktiv haben. Ich möchte... Das ist die letzte Maschine, oder? Zum Kompass. Aber ich komme jetzt nicht dahin. Ist das richtig? Weil hier komme ich ja nicht durch. Oder... Welche Maschine brauche ich denn noch? Moment, ich blicke jetzt genau darüber. Da auf der Karte blicke ich wohin? Ja, es ist die da oben, die jetzt noch blinkt. Natürlich. Ja, Altius fehlt noch. Das ist die. Ja gut, dann gehen wir halt dahin. Ich habe ein bisschen Angst, weil ich habe da schon einen kompletten Part verbracht. Ich wusste überhaupt nicht, was ich da tun soll. Runter da. Wie gesagt, komme ich überhaupt dahin oder muss ich jetzt einen total umständlichen Weg fahren? Wir werden es gleich erkennen. Die Zwerge haben wegen dir überlebt. Da hast du nicht ganz unrecht. Odin hätte jeden einzelnen Zwerg in Svartalfheim ausgelöscht. Wenn er ihre Fähigkeiten nicht nutzen konnte, sollte es niemand. Moment, da kann ich durch. Was ist jetzt das da oben für ein Ziel? Hä? Okay, das links blinkt. Das muss ich zu dem hingehen. Ich hoffe, ich komme dahin. Wobei doch, ich habe die Maschine schon mal gefunden. Oh, seht es euch an. Diese riesige Wal. Ich komme gleich zu dir, ja. Ich komme gleich zu dir. Da ist die Maschine. Moment. Nee, da gibt's nichts. Oder, hä? Ist da ein Weltenriss? Nee, ist nur ein kaputtes Fass oder so, ich dachte schon. Diese Bergbautürme. Sie schleudern Dreck in die Luft. Deswegen wollen wir die ausschalten, aber ich weiß halt nicht wie. Du sprichst mit Scham über deine Taten. Bereust du, dass du Odin nicht erlaubt hast, sie zu töten? Das... So, wenn ich jetzt noch wüsste, wie das funktioniert. Da oben bringt es ja nichts. Ich lasse es mal da. Ja, dann klappt das schon mal nicht. Irgendwo konnte ich ja hochgehen, da. Habe ich auch 5 Jahre lang nicht gesehen. Ich gehe mal nach unten auf jeden Fall. Aber, ja. Ich habe hier nicht gesehen, was das Spiel von mir will, ehrlich gesagt. Dann darüber. Und da hoch. Dann kann ich nämlich nach unten gehen. Aber hat mir das wirklich was gebracht? Oh, okay, dann nicht. Ich will ja irgendwo da hochkommen. Aber um da hochzukommen, muss das Ding irgendwie nach unten gehen. Aber, ja.
Ist ja alles bereits offen. Ich muss gar keine Umwege gehen. Mach mir das einmal nach unten. Mach bitte. Nein, nach unten. Oder ich mach's mal ganz nach unten. Ich mach's mal ganz nach unten. Weil ich kann ja jetzt im Prinzip auch hier runter. Nein, nach unten, dachte ich. Jetzt kann ich hier wieder rüber. Was? Was? Habe ich das schon mal gemacht? Gute Idee. Weiß ich nicht. Was gute Idee? Wie? Gute Idee hat mir noch nie jemand gesagt. Was? Atreus hat nie gesagt, hey, gute Idee. Hat mir noch gesagt, hey, Papa, lass mich doch in Ruhe. Mi, 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 mi. Wo ist das Ding jetzt? Da. Jetzt? Oh, wa? Oh, was? Wa, Moment mal. Oh, wisst ihr, was mein Fehler war? Ich dachte immer, es gibt nur eins von diesen roten Teilen. Dabei gibt es zwei. Oh mein Gott, ich war nicht nur dumm, ich war... Doch, ich war wirklich nur dumm. War das jetzt schon das löses Rätsel, wie ich es gerne nenne? Aber... Ich verstehe es nicht. Nee, war... Nee, was mache ich da? Das ist ja nicht mal richtig. Das ist ja nicht mal richtig. Ich glaube, langsam verstehe ich es. Aber nur langsam. Moment. Wir machen das ganz hoch. Wir wollen schließlich ganz hoch gehen. Nee, nicht so hoch. Vielleicht so hoch. Testen. Ich glaube, das würde gut aussehen. Muss ich das andere Ding jetzt? Das hoch. Vielleicht bin ich hier etwas auf der Spur. Das muss jetzt noch weiter hoch. Ist doch nicht. Was? Ich verstehe nur Bahnhof. Das will ich jetzt noch weiter hochbringen. Nach oben. Nach oben. Oh, nach oben, warum geht's nicht? Oder kann ich von hier oben darüber springen? Ja. Das ist es. Das ist es, meine Fresse. Diese Ausrüstung ist robuster, als ich dachte. Ja, ja. Meine Fresse. Das hat jetzt was gebraucht, dass ich das erkannt habe. Okay, schön. Oh. Lass dich in Ruhe. Ist klar. Alle? Natürlich nicht. Kommt mit dir. Oh, nein, 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 nein. Au, ab! Oh. Für dich war es das bereits. Schön. Ja, ja, überlass das mal. Mach dir nicht die Hände schmutzig, ja. So. Jetzt meine Frage: Ist hier noch ein Vogel unterwegs? Ja, ziemlich hoch. Drüben wäre doch ein schöner Platz für einen Vogel. Aber ich sehe keinen. Ich glaube, bei einer anderen Maschine habe ich auch irgendwie ein Siegel oder so nicht gefunden. Kann das sein? Glaube ich zumindest. Ja gut, dann hätten wir wieder was geschafft. Und aufmachen. Öffnen und Maschine aus.
So, das war's. Gern geschehen, Mimir. Es ist getan. Wenn man so eine magere Aufgabe getan nennen kann. Bloß ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein der Besetzung durch Asgard. Du musst mit deinen Taten leben. Aber lass dich von ihnen nicht heimsuchen. Oh, und warum nicht? Ein unlösbares Problem gegeben. Mach dir keine Vorwürfe, es nicht gelöst zu haben. Die Zwerge würden das sicher ganz anders sehen. Das bringt nichts in Ordnung. Nein, aber es ist ein Anfang. Zur Erinnerung, die Svartalfame-Schlacke, die wir gesammelt haben, könnte in den Händen von Brock oder Sindri von großem Nutzen sein. Ja, das ist gut. Das ist gut. Warum wird mir jetzt auf der Karte immer noch so ein Teil angezeigt? Da kann ich das wegmachen? Aus Kompass entfernen. Oh, perfekt. Und das werde ich als nächstes verfolgen. Will ich das heute noch tun? Ich weiß es nicht. Ich kann hier nicht runter. Nee, ich glaube, ich habe mich hier wirklich sehr gut umgesehen mittlerweile. Hallo, großer Vogel. Und ja, das nächste, was wir machen, ist halt definitiv diese arme Kreatur da von ihren Ketten zu befreien. Und Mimir weiß scheinbar mehr davon. Aber Leute, das machen wir nicht mehr heute, denn für heute war es das bereits wieder mit God of War. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.